Sensationell hat die U19 des Wuppertaler Sportvereins in dieser Saison den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Und das sogar einige Spieltage vor Ende der Spielzeit. Heute gibt es ein kleines Showtraining hier auf dem Rathausvorplatz in Barm und WZTV ist natürlich dabei. Deine Jungs trainieren hier im Hintergrund. Ihr habt eine super Saison gespielt, Klassenerhalt frühzeitig geschafft. Aus deiner Sicht, wie war's? Ja, war eine tolle Saison. Ich denke mit vielen, vielen, vielen Highlights, vielen positiven Erlebnissen auch, mit einer super Entwicklung der Mannschaft, mit einer super Entwicklung auch im Team. Wir haben selber auch viel dazugelernt und freuen uns jetzt noch auf einen schönen Saisonabschluss am 25.05. gegen Schalke. Du sagst es, Saisonabschluss, 25.05. gegen Schalke. Was habt ihr da vor? Ja, wir hätten halt als Verein ein Interesse daran, den A-Jugend-Rekord bisher stehend bei 4.500 Zuschauern, ich glaube beim Ligaspiel von Mainz 05 gegen Bayern München zu knacken. Das heißt, wir brauchen 4.501 Zuschauer im Stadion am Zoo nächste Woche Sonntag. Und das ist unser Ziel. Alles klar. 3.500 Karten sind bisher verkauft und wir setzen jetzt einiges daran, dass noch mehr dazukommen. Gemeinsam knacken wir den Rekord. 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 Gemeinsam knacken wir den Rekord für Stadt- und Sportverein.